Moin! Jo, heute mal wieder eine Vorstellung zu ein paar Real Steel Messern. Kam in letzter Zeit nicht viel auf meinen Kanal zu Real Steel. Das wird sich aber jetzt wieder ändern, denn Real Steel hat einige neue Sachen auf den Markt geschmissen. Und der Dirk Wanger von Messer & Co. war so lieb, mir mal wieder ein paar Teile zum Befingern rumzuschicken, einfach damit ich die mal in der Hand halten kann, mal vorstellen kann. Ich freue mich nach wie vor immer, wenn ich die Teile in die Hand bekomme. Bin wirklich ein großer Fan von Real Steel geworden. Und zwar nicht nur von den High-End-Klappern wie dem Exorcist oder dem Megalodon, sondern das H6, das H6S1, das E571 und. Das E77, die Liste ist wirklich lang. Alles ziemlich gute Messer in meinen Augen. Und Real Steel hat einiges am Start da jetzt. Solltet ihr Interesse an diesen Teilen haben, gleich vorab, Link findet ihr in der Videobeschreibung unten drin. Da findet ihr den Bezug. Da könnt ihr dann nicht nur die hier beziehen, das U11 und das U22, die wir uns gleich anschauen. Das sind die neuen ganz klein. Sondern auch diese neuen Modelle, das Tor-Modell, das T101 Tor und einmal in Schwarz und einmal in Braun und das E771 Sea Eagle, sehr edles Modell. Zu diesen Messern aber später mehr. Da kommt dann zu jeweils beiden Modellen ein extra Video natürlich. Jetzt wollen wir euch die kleinen mal vorstellen. Und wir fangen mal an mit diesem schönen kleinen Stachel hier. Bevor wir den aufklappen, haben wir hier von Real Steel noch eine kleine Karte, die uns Informationen gibt. Das ist aus der X-Series, aus der X-Serie, das Urban Multitool. Da gibt es verschiedene Modelle. Insgesamt weisen die in Vollbesetzung eine Klinge, so eine Art Multitool Klinge mit da haben wir den Schraubendreher, da haben wir den Gurtschneider und wir haben den Flaschenöffner und eine Schere. So ein Modell habe ich jetzt leider nicht hier. Sollte es das beim Dirk zu beziehen geben, werde ich da natürlich den Link mit reinpacken. Beziehungsweise sollte ich Informationen haben, ob Dirk die in Zukunft anbietet oder ob die überhaupt schon auf dem Markt sind, schreibe ich es unten in die Videobeschreibung. Cool, nach wie vor ist einfach dieses kleine Infoblatt dazu, dass man gleich die Länge des Tools, des Messers hat, was für ein Material und. Finde ich stark. Sollten wirklich sämtliche Hersteller machen, machen leider die wenigsten. Hier haben wir das U11. Das ist dann nur das kleine Messer mit der Klinge. Dann haben wir das U21. Da haben wir Messer mit Schere. U22, das werde ich euch auch noch gleich zeigen. Diese Multitool-Klinge, beziehungsweise Hebel, wie auch immer man das jetzt nennt, und die Klinge. Und dann halt mit Schere und Klinge, das U31. Fangen wir doch mal an. Die Teile sind wirklich, wirklich lütt. Verschwindet bei mir komplett in der Hand. Aber gerade das macht es ja so interessant, weil viele Leute so kleine, kompakte Modelle einfach gerne mögen. Wir werden da gleich auch noch einen Größenvergleich haben. Wir haben hier zum 12C27 Sandvik Stahl hohlgeschliffene Klinge. Die Länge war, was waren das, 5 cm? Was hatte ich da gerade gesehen? Klingenlänge, 5,3 cm. Also durchaus brauchbar. Hohlschliff, sagte ich ja schon. Sandvik-Stahl, sagte ich ebenfalls schon. Gefällt mir beides sehr. Typenbezeichnung U11. Torx-Verschraubung vorne und hinten. Sauberer Klingenstand. Dann kennen wir das hier, so einen kleinen Ring, kennen wir von sowohl Wenger-Messern wie auch
beim Victorinox, ja, da kann man Fangriemen ranmachen oder man kann es irgendwo festmachen, am Schlüsselbund, an Gürtel etc. Mannigfaltige Möglichkeiten. Hier haben wir G10 Griffschalen, auf die eine Laminatfolie bzw. eine Carbonfolie auflaminiert wurde. Also wir haben kein echtes Carbon Fiber. Robust ist das auf alle Fälle. Schick aussehen tut es auch. Und da diese Teile so um die 20 Euro liegen, ist es auch völlig okay. Ja, da wäre echtes Carbon halt nochmal einen Tacken teurer und irgendwie müssen die ja bezahlbar bleiben. Und was ich hier so sehe, bei der Qualität, die wirklich sehr schön ist, Klinge schön poliert mal wieder. Schön scharf, wie es aussieht. Ganz wunderbar. Ist das völlig, völlig okay, dass das nur auflaminiert wurde. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass die hier schreiben G10 plus Garben. Keine Ahnung, was Garben. Carbon würde Sinn machen für mich, das Garben verstehe ich nicht ganz, aber vielleicht klärt mich da ja noch einer auf, wenn das wirklich Sinn machen sollte. Ja, kleiner Helfer für den Alltag. Schön leicht, Slipjoint, 42A-konform, schick ist er auch noch, also definitiv eine tolle Alternative zum Classic von Victorinox oder zum Mini-Champ von Victorinox. Wo ich aber gerade dabei bin, von Victorinox. Es geht nochmal ein dickes Dankeschön an den Alex raus, an den Alex Krämer, der mir diesen Titan-Clip gemacht hat auf die Schnelle. So cool, wird natürlich ein Antwort schreiben, mit einem Antwort-Dankeschön geben. Hab das Teil heute dabei gehabt, trägt sich ganz wunderbar, die Spannung ist wirklich perfekt. Sehr, sehr cool. Ja, die Krämer-Tools vermehren sich ganz gut bei mir. Dein Flaschenöffner ist immer noch dabei und die Titanpfeife ist auch dran am Schlüsselbund. Sehr cool, ich habe mich wirklich gefreut. So ein Größenvergleich, ein bisschen länger, deutlich dünner. So, wo haben wir denn die Klinge? Nein. Die sind natürlich brauchbar, diese kleinen Klingen von Victorinox. Allerdings sind sie auch wirklich, wirklich, wirklich lütt. Ja, da bekommt man doch hier mit dieser Klinge was ganz, ganz anderes geboten. Das ist nicht nur eine Alternative, nicht nur ein Satz, das ist rein von der Schneidleistung, wenn man nur eine kleine Klinge, ein kleines Messer haben möchte am Schlüsselbund, ist das die eindeutig bessere Wahl. Multifunktional gewinnt dieses Teil natürlich absolut, auch verglichen mit dem anderen Modell, das ich euch gleich noch zeigen werde. Soll ich nur mal so einen kleinen Eindruck davon geben? Ich wollte euch auch noch ein paar andere Messer zeigen, habe aber nicht so viel kleine Schlüsselbundmesser. Wir haben hier noch ein Sanren Mu Modell, das ist glaube ich das A03, bin mir da nicht ganz sicher. Edelstahlgriff, 8CR 13 MOV Klinge, auch ein nettes Teil für Schlüsselbund. Hier eine Ecke größer, das K-Bar Mini Bob Dozier. Von der Klinge, von der effektiven Schneide, ist es dann aber nur noch ein halber Zentimeter. Da nimmt es sich dann nicht so viel. Von der Gesamtlänge ist es aber doch um einiges länger. Auch sehr leicht, auch ein tolles, tolles Messer. Kommt durch diesen Plastikgriff ein bisschen billig daher. Ist aber ein Top-Teil. Finde ich wirklich großartig. Könnte man theoretisch auch am Schlüsselbund tragen, da super leicht. Aber durch den Pin nicht mehr 42A-konform, auch wenn man den entfernen könnte. Und halt doch ein bisschen groß. Da denke ich, ist das hier die bessere Wahl. Das nur mit Klinge gefällt mir wirklich schon ganz gut. Denke, da hat Reedsley wieder was Nettes auf den Markt geworfen. So ein richtig kleines Modell. Und dann haben wir noch das U22 hier. Autsch. Mann. So. Zack, ebenfalls mit dieser G10 Carbon Laminatfolie, die Optik. Ich denke, das kommt ganz rüber, kommt ganz gut rüber, dass das wieder alles sehr, sehr schön sauber gearbeitet wurde.
Da kann man auch echt nicht meckern. Da bekommt man für den Preis wirklich eine tolle, tolle Qualität. Poliert die äußeren Liner, die Federn schön angepasst. Da sitzt alles gut, da steht nichts über, die Klinge poliert. Genau dasselbe wieder. Und hier haben wir halt noch die Zusatzwerkzeuge. Schraubendreher ganz vorne, ein Gurtschneider hier in der Mitte und ein Flaschenöffner. Die ersten, beziehungsweise erste und das dritte ist absolut zu gebrauchen, meiner Meinung nach. Gurtschneider, mal um ein Seil zu kappen oder ganz dünnes, okay, ja. Wie sehr man es brauchen könnte, ich weiß es nicht. Wirklich als Gurtschneider, da versagen die Teile dann meist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Unfug ist, aber vielleicht hätte man da noch was Besseres finden können. Alles in allem, Schraubendreher und Flaschenöffner ist noch ein klasse, klasse Zusatz. Und viel, viel breiter als das Modell mit nur einer Klinge ist es auch nicht. Hier nochmal der Vergleich zum Mini-Champ. Auch nochmal eine ganze Ecke schmaler. Hier hat man meiner Meinung nach den etwas besseren Stahl, wobei der Stahl von Victorinox ja auch einfach funktioniert. Die deutlich schönere Optik, das ist halt ein Klassiker. Man betrachtet so einen Victorinox mit diesem Emblem einfach sehr wohlwollend immer, weil man weiß, was für ein tolles Werkzeug das ist. Ist natürlich, kommt auch immer ein bisschen einfach daher mit diesen Kunststoffschalen. Und da macht so ein G10 mit der Carbon-Optik schon deutlich mehr her. Finde ich zumindest. Dieses Messer würde ich ganz eindeutig gerne an meinen Schlüsselbund ranmachen. Ist ein schöner, schöner, schöner Begleiter. Ja, das war's dann auch schon. Ganz nette, nette Stache. Welche Reels die da auf den Markt geschmissen hat. Alles klar, das war dann die Vorstellung von der X-Series, von diesen Urban Multitools. Nette, nette Teile, machen guten Eindruck. Bleibt gesund, Peace, ich bin raus.